Willkommen Freunde auf meinem Kanal, wir gucken uns heute mal die Demo von Ebola 3 an. Ebola ist so eine Reihe, die so eine Hommage an Resident Evil ist. Schon sehr, sehr nice, also kommt dem schon sehr nah. Und gerade wer so auf Oldschool-Games steht wie Resident Evil oder so, der wird da richtig Freude mit haben. Also mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen, gerade der zweite Teil. Deswegen freue ich mich auch schon auf den dritten Teil. Der dritte Teil ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Zumindest wusste ich gar nicht, dass es da schon eine Demo gibt. Das war einfach mal so eine intuitive Eingabe, die ich heute getätigt habe und dachte, ja, komm, schaust du dir mal an. Also ist schon nice. Ja, ich würde sagen, bevor ich hier noch groß quatsche, viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann in dem Game. Viel Spaß, bis dahin, ciao. The Game Studio presents. My name is David and I'm going to tell you my gruesome story. I worked as a military contractor until I stepped on a landmine. And that is where my real nightmare began. The first flight took me to the hospital on Broad Street. Underground science lab, Mole 529. It was built in early 2020 by experienced architects and builders. A prominent businessman, Dr. Charlie Edward, owned its entire stock. He had made a huge breakthrough in medicine and science. Hopeless patients, those who had terminal cancer, AIDS, schizophrenia, physical injuries, and other illnesses and had lost faith in the recovery now could be cured. The best minds from all over the world worked for Charlie. It was a significant success that was recognized by all mankind. Everything was fine until Jason, the richest and most powerful person in the world, bribed all the shareholders and became the owner of 80% of all Panicum shares. Jason was addicted to power. Moreover, he had conducted biological weapons research. When he got hold of 80% of the shares, he became the president of the Panicum Corporation. Charlie was an intelligent man who sought to help people, but he lost and had to flee across borders. The scientific center are reassembling my body after that tragedy in the war, and I hope nothing has changed. The management shuffle. What the hell? Am I dead? Or is it a dream? Maybe anesthesia acted on me in such a way. Mann, da bin ich ja ein bisschen am Staunen. Da bin ich jetzt gerade von den Toten auferstanden. How do I open this bloody door? Unglaublich. Also ich war derjenige, der ja auf den Operationstisch lag. Bin eigentlich tot und jetzt wieder lebendig. Also, Hut ab. So, was haben wir denn hier Schönes? Munition. Natürlich, die atmosphärischen Kerzen dürfen nicht fehlen. You could have painted such a horror. Ah. Ja, wer war das? Wer hat das gemalt? Das würde mich auch interessieren. Sieht echt übel aus. Aber auch irgendwie geil, ne? Sowas könnte man sich auch hinhängen. So, kleine Kerze. Ah, Blutbeutel. Das wird wahrscheinlich für die Heilung sein. Gehe ich mal von aus. Oh, eine schöne Säge. Knochensäge. Ich hoffe, dass wir die nicht einsetzen müssen. Hier sind auch noch mal ein paar Instrumente, die man am besten meiden sollte. So, alles klar. Wenn wir U drücken, dann bekommen wir die Anleitung. Alles klar, super. Schlägt die jetzt zu, weil die hat ein Messer in der Hand, oder? Nee. Scheint sich normal zu verhalten, okay. Ich hoffe nicht, dass wir das besser brauchen und ihr den Arm abzusägen oder so, aber wäre ja auch blödsinnig, weil dafür gibt es, liegt da ja auch noch ein Messer rum. Was waren da noch? Ja, ist eine Demo-Version hier. Man merkt halt, die Abfrage funktioniert noch nicht so richtig. Aber das wird wahrscheinlich noch gefixt, denke ich mal. Okay, da ist ein Koffer mit unseren Klamotten. Sehr schön.
Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, Stift. Sehr gut. Was ist mit der? Ah, okay. Da braucht man Schlüssel. Ja. Woher nehmen, ne? Warte mal, hier hinten ist ja auch noch ein Schrank. Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Ah, der benutzt sogar den Bleistift, um das ein bisschen... Ah, das ging ein bisschen fix, um das ein bisschen nachzuzeichnen. Aber wir können ja hier nochmal nachlesen. Note for Holy Usher. Nicola, don't forget to turn the clock hands back. The clock is already 4 hours and 27 minutes fast. Ah, okay. Sie geht halt 4 Stunden und 27 Minuten zu schnell oder vor, würde ich sagen. Kann man ja nicht wörtlich übersetzen. So, und die steht jetzt... 7 nach? 22:07 steht da. Ich würde aber sagen, das müsste dann 17:40 sein. Ist das dann, der Code für die Tür? Das ist die Frage, weil gibt es ja einen Zahlencode. Ja, das mal eingeben. Ja. Versuch macht klug. Ah, alles klar. Das war ja mal relativ einfach. Aber bis jetzt. Was happened here? Genau, würde ich mich auch fragen, was hier passiert ist. Was ist denn das hier? Fizz-Cola, habe ich ja noch nie gehört. Fizz-Getränke. Übrigens, Ebola 2 kann ich auch nochmal empfehlen. Das war auch so ein bisschen kleiner Resident Evil-Klon. Also jedenfalls so eine Hommage an Resident Evil. Das merkt man halt auch. Okay, hier haben wir nix. Trash, das ist schön Müllarmer, da ist auch nichts drin. Okay, der hat so eine Karte im Mund und da müssen wir jetzt schauen, wie wir die rauskriegen. Boah, ist ja eklig. Okay, wir können gegen die Tür einfach gegenlaufen. Ah, ist ein Plattenspieler. Ich dachte, es wäre eine PlayStation 1. So, hier hat auf jeden Fall jemand geil Geburtstag gefeiert. My friend Bigfoot. Alter, das muss ja im Film gewesen sein. Der einzige Bigfoot, den ich kenne, ist der Wookiee bei Star Wars. Chewbacca. Oh, überall Fliegen, ey. Fliegen und Blut. Oh, eklig. Schubladen können wir ja nicht aufmachen. Ah, wieder ein Handabdruck. Okay. Happy Birthday, Barbara. Okay, Barbara hat Geburtstag gehabt. Ja, der Kuchen ist aber auch nicht mehr lecker. Da steht die Uhr auf 12. Das Kreuz ist umgedreht. So, das sieht so ein bisschen nach einem satanischen Ritual aus. Okay, wir gucken mal, was da drin steht. Dear Daughter, also es geht um seine Tochter. When you smile, my soul thinks... Lalalala. Gibt es da irgendeinen Hinweis oder so? Because I have important meeting at work. I love you, Dad. Okay. Ja, das ist wieder typisch, ne? Geburtstag und der Vater muss arbeiten. Ne? Das ist auch wieder scheiße. Das ist aber auch gruselig. Also ich finde diese Barbara-Puppe schon sehr komisch. Naja. Ich hoffe, dass er jetzt hier nicht gleich losfährt. Ja, aber scheint nicht so zu sein. Hey, Alter. Who is there? Oh, hat der einen weg oder was? Mann. Ich mich da nicht so erschrecken hier. Okay. Wir kriegen ja, das sind auch Bretter vor, da können wir auch erstmal nicht reingucken. Das ist auch übel gemacht, ne? Da hängt hier irgendwas von der Decke und ich weiß nicht, was dahinter ist.
Oh, hier schreit da noch jemand rum, ey. Das ist ja. Corrupting the name of nameplate is Alexander Ross. Okay, hat der noch irgendwas anderes irgendwie hier so? Nee. Okay, die Tür ist zu. Ja, mach doch mal die in der Mitte auf. Was ist das denn? Purple Gunpowder. Ah, okay. Schießpulver. Ist ja so ein bisschen wie bei Resident Evil 8. Da kann man sich ja auch irgendwie mit Schießpulver dann irgendwie die Munition bauen. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier in dem Game Lust hat, einfach mal so darauf loszulaufen. Also das ist nicht ganz so... Alter, was ist das denn? Ah, das ist unser erster Zombie. I kill you. Ja, versuch's doch mal. This is shit! What the hell is going on here? Alter, sieht aber auch schon übel. I need to get out of here fast! Okay. Ja, okay, die Tür ist blockiert oder zu. Ich hoffe, der bleibt da auch drin. Alter, was war das denn? Die Atmosphäre ist natürlich schon sehr geil, ne? Also... Man hat am liebsten, man traut sich gar nicht gerade auszulaufen, weil man denkt irgendwie, gleich steht einer hinter einem. Ja, typisch. Okay, Tür ist auch blockiert. Ja, wollen wir mal eine schöne Limo ziehen oder so? Ah, klappt leider nicht. Aber bis jetzt so wenig zum Einsammeln, ne? Okay, hier regnet's rein, hurra. Kommen wir hier raus? Too high to jump, okay. Sieht aber gar nicht so hoch aus, ne? Naja. Okay. Solange der Zombie eingesperrt ist, kann uns ja nichts passieren, ne? Okay, ich glaube, ich habe nicht das Bedürfnis, diese Tür zu öffnen, aber die wird wahrscheinlich auch zu sein, weil die ist auch ein Handscanner. Ich bin auch nicht blöde. Oh, was ist denn jetzt los? Alter! Oh, damn, it's heftig. So bright. My skin's on fire. War krass, ne? You! Oh, wer ist das denn? How did you get out from under the lock? You can't get out of here. See that cross? It will never let you escape from here. Monster! Stay away from me! Back off! Get away! Ich habe so leichte so, Gerichtszuckung irgendwie, ne? So in der Animation. Ich finde das krass, dass das Kreuz, also ich dachte eigentlich, der Zombie ist so der Böse. Und ich habe echt ein Problem mit dem Kreuz. Und krass, das Umgedrehte war wirklich so satanisch, das tut mir nichts, aber das. Komme ich daran vorbei? Ah, nee. Alter, das ist ja übel. Also auf welcher Seite stehe ich denn? Auf der guten oder auf der schlechten? Ja, man weiß es noch nicht so genau. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Ah, ein Hammer. Das ist ja der Hammer. So, wir kommen aber nicht auf die Idee, da irgendwie hier die Scheiben oder so einzuschlagen, ne? Nee. Aber ich traue dem Typen da im Rollstuhl irgendwie nicht. Nicht, dass er gleich aufsteht. Ah, okay. Hier können wir die Bretter schön zerhauen. Sehr gut. Ja, dann macht er, glaube ich, nichts mehr. Oh, wenn die Tür so knarrt, ist auch unangenehm. Jetzt hier irgendwie nach oben. Nee. Okay, wir können mal ein bisschen laufen. Ja, das geht auf jeden Fall. Was ist denn das hier? Eine Sprengladung. Das ist ein unactivated explosive hanging on the wall. Okay.
ist Gott sei Dank deaktiviert. Das ist ja schon mal was. Oh, hat der... Was hat der? Ah, der hat Munition für uns. Ja, toll, aber wir haben immer noch keine Waffe. Bleib schön sitzen hier. Ich komme gleich wieder. Boah, Mann, ey. Ich bin derjenige, der jetzt Angst haben muss vor dem Kreuz, ey. Das ist auch nochmal so übel, weil ich muss ja wahrscheinlich irgendwann auch nochmal lang. Boah, übel, übel, ey. Überall Rote und... Okay, die Tür ist auch blockiert. Ich liebe das ja, wenn viele Türen blockiert sind, weil dann habe ich nicht so eine Probleme mit der Orientierung. Okay, da sind ein paar Sachen, die blinken zum Einsammeln. Wir gehen aber nochmal kurz runter. Ich will mal was gucken, bevor ich da runtergehe. Okay, Gas hat er bekommen. Warte mal, was ist das denn? Kanister ist empty. Sieht's denn aus? Können wir den Hammer eigentlich auch ausstatten hier? Kann ich den hier reinziehen? Als Waffe? Nee, nimmt er nicht. Okay. Ja, dann war es das hier wahrscheinlich, ne? Oder geht das hier noch auf? Nee, die Tür ist auch zu. Okay, das ist gut. Aber krass, dass sie unten noch blinkt, obwohl ja das leer ist. Sozusagen. Ich kann ja nichts mehr einsammeln. Okay, die Tür ist auch verschlossen. Ah, noch ein Zombie, der da drin sitzt. Okay. Feuerzeug. Jetzt müssen wir ja theoretisch... Warte mal, können wir das irgendwie kombinieren? Achso, so können wir es teilen. Okay, Throw ist ja wegschmeißen und Cancel. Kann ich das jetzt hier draufziehen, oder? Nee. Ich denke mal, der zieht sich dann aus automatisch wahrscheinlich. Ja, okay, so ist ja super. Weil viel Platz haben wir jetzt hier nicht mehr. Schauen wir mal. Das ist ja eklig. Oh, Schlüssel. Sehr geil. Silver Key. Was sagt er denn darüber? Was ist denn, wenn ich den doppelklicke oder so? Schade, gibt keine Erklärung dazu. Need a card. Ja, das ist wahrscheinlich die Karte, die den Typen im Mund steckt. Oh, ey, diese Geräuschkulisse hier. Oh, da hat sich jemand erhängt, ey. Oh, übel. Okay, wir haben immer noch keine Pistole. Wir haben nur Munition eingesammelt. Können wir denn hier mit dem Schlüssel irgendwie... Ne, funktioniert nicht. Okay, aber wir haben einen Schlüssel oben. Dann müssten wir wahrscheinlich hier weitermachen wieder. Also wieder zurückgehen. Ich hoffe, der Typ im Rollstuhl kommt nicht jetzt angerollt. Na, bis jetzt bleiben die Zombies ruhig. Alter, was geht denn jetzt ab? Run away, ne? Gucken, was ist denn das für einer? Ist der schnell oder? Ja, es geht so. Ich glaube, hier können wir rein, ne? Alter. Haben die einen weg hier? Mein Herz, meine Nerven. Oh. Messer. Ist er jetzt hier mit reingekommen oder? Ah, ich sehe nichts, hier baumelt einer. Oh, ey, das ist ja... Mann, 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 ey. Das ist schon ein bisschen Jumpscare-lastig. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt habe ich die Waffe ausgerüstet. Gucken, wie kann ich den dann abrufen? Ah, so, okay, klassisch. Aber man kann keine Munition verschwenden.
Oh, übel, ey. Na, mal gut, man sieht das Gesicht nicht. Das ist schon mal gut. Balloon and Key. Children Drawing. Das heißt, wir müssten theoretisch irgendwo in dem Raum, wo wir die Ballons sehen, auch Schlüssel finden. Sieht's eigentlich aus? Haben wir eine Karte? Okay, da haben wir die Karte. Security 2 sind wir gerade drin. Ihr könnt theoretisch auch Marker setzen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Delete Marker, also da können wir sie löschen und Put Marker, okay. Um zu sehen, wo wir hinwollen. Aber erstmal. Ja, das sieht aber auch nice aus. Ne, erstmal bleiben wir hier drin und gucken erstmal. Ob wir hier noch was anderes hin. Green Gunpowder. Ah, haben wir jetzt durch die Tasche mehr Platz? Nee, ne? Use. Ah, das ist ja mal ganz geil. Jetzt haben wir 4 Plätze frei. Sehr gut. Was sage ich mit dem Gunpowder? Kann ich das irgendwie noch... das können wir kombinieren. Super. Bei Resident Evil ist es ja so, dass man die rote und grüne Pflanze kombinieren kann. Was hat man jetzt hier? Green and Purple. A Multi-Component Solid. Okay, eine explosive Mixtur. Alles klar. Muss mal gucken, der... Okay, die ist zu. Der Zombie wird da draußen rumlaufen, ne? Nehmen gleich mal die Waffe und rüsten hier aus. Ah, da ist er. Gibt's auch sowas wie ein Headshot oder so? Alter Falter. Muss ja ganz genau zielen hier von vorne. Eigentlich hätten wir ihn ja auch dahin locken können, sag ich mal, wo das Kreuz ist wahrscheinlich, ne? So, Nachladen ist auch klassisch R, sehr geil. Ah, der hat noch einen Schlüssel. Golden Key. So, mal gucken. Shit. Key, wir haben ja einen Schlüssel. Aber ich glaube, der würde ihn automatisch einsetzen, wenn das der richtige wäre. Ah, okay. Haben wir auch eine Taschenlampe? Oder die... Wie ist das? Ja. Sieht nach unserer Gesundheit aus. Ja, ist noch grün. Alles klar, super. Eigentlich mit Taschenlampe ist. Haben wir überhaupt eine Taschenlampe? Ja, ne? Ja, haben wir. War trotzdem ziemlich dunkel, also für eine Taschenlampe. Alter. Ich mach mir gleich in die Hosen, ey. Das geht doch gar nicht. Hauptsache hier kommt kein Zombie angelaufen, ey. Dann gibt's aber gleich einen auf die Mütze. Oh, ich hasse Schränke, die man aufmacht, wo da nichts drin ist. Es kann natürlich sein, dass so wie bei Resident Evil gleich irgendwelche Zombies auftauchen, die dann irgendwo hier sitzen und sich dann auf einmal bewegen oder aufstehen. Der Raum muss ja für irgendwas gut sein, das macht ja keinen Sinn. Okay. Ist noch was... Sehr gut. Das ist nix. Boah, ich habe immer Angst. Drehst du dich um so nach rechts und... Ne, man kennt das ja. Ah, Farbband. Das ist ja wieder Resident Evil, lass ich. Also das heißt, wir können irgendwo speichern. Muss auch irgendwo eine Schreibmaschine dann geben. Ja, der vielleicht schon vorbeigelaufen. Mal gucken. Na, das ist keine Schreibmaschine, das ist Kopierer. So, hier mal
nix weiter. Natürlich auch geil, dass so viele Schränke sind, die man öffnen kann. Auch nichts drin. So, okay. Einen Code haben wir bekommen. Können wir uns eigentlich irgendwie ducken oder so? Nee, ne? Ne, mit C vielleicht crouchen oder so? Ne, geht nicht. Da scheint aber auch nichts drin zu sein. Okay, da steht was auf Russisch. Wahrscheinlich, die Übersetzung fehlt noch. Ich vermute mal, das bedeutet, dass da nichts drin ist. Ja, weiter sehe ich in dem Raum hier nichts. Ah, das ist ja noch ein Zombie. Und der denn her? Alter. Die sind doch gar nicht so unflink. Hast du noch einen Schlüssel für mich? Alter. Boah. Übel. Ist er jetzt verbrannt, weil ich ihn erschossen habe oder weil oben das Kreuz ist? Man weiß es nicht. Aber wo kommt der denn her, ey? Ja, soll uns erstmal egal sein, ey. Ich finde den sonst nicht schön. So, hier kommen wir ja nicht dran vorbei. Können wir das Kreuz wegschießen? Ne, es funktioniert nicht. Okay, alles andere wäre auch irgendwie Munitionsverschwendung. Gucken wir mal. Ne. Dann würde ich sagen, lass uns nochmal da lang laufen. Und zwar... wo das, wo der Raum war mit dem Ballon. Weil da gab es ja irgendwie so einen Hinweis, ne? Da hieß es ja irgendwie, dass da irgendwie Ballon und Schlüssel. Wir müssen wahrscheinlich Ballons zerstören und zerschießen. Ja, der Kollege hier, den traue ich auch noch nicht so richtig. Heftiger Dude. So, jetzt müssen wir irgendeinen Ballon finden, wo wir vielleicht Schlüssel drin sehen. Weil sonst würde ich ja meine Munition verschwenden. Ja, warte mal, das müsste doch mit dem Messer auch gehen, ne? Ich ziehe das Messer mal hier rein. Das ist dann die Nummer 3. Gucken wir mal. Okay, da ist nichts passiert. Ja, super, dass sie jetzt wegfliegen. Ja, hurra. Ja, da ist auch nichts passiert. Alter, okay. Das ist diese Affenstatue. Ich habe eben gedacht, was ist denn das? Ja, aber auch nichts. Wird wahrscheinlich der letzte Ballon sein, den ich irgendwie zerstöre. Ah, die Karte. Super. Immer wenn ich was finde, wird wahrscheinlich auch ein blöder Zombie auftauchen. Aber trotzdem nochmal die anderen zerstören hier. Weil es ist ja nur ein Key, sag ich mal, ne? Aber kein Schlüssel, wie ich dachte. Okay, komm. Den gönnen wir uns nochmal mit der Pistole, den letzten Ballon. So, mehr scheint hier auch nicht zu sein. Nochmal nachladen. Wie viel Munition haben wir eigentlich? Müssen wir nochmal schauen. 12 von 12, okay. Aber wenn man jetzt hier mal guckt, da viel Platz ist hier aber auch nicht. 19 Schuss noch. Müssen nochmal ein bisschen drauf achten, dass wir irgendwo eine Schreibmaschine finden. Alter, da habe ich mich erschrocken, weil hier gibt es ein Geräusch, das hört sich so an, als wenn gleich einer angelaufen kommt. So, da gehen wir aber mal nicht zurück. So, da eine Karte brauchen wir noch, die holen wir uns später.
Alter, es hört sich aber nicht nach einem normalen Zombie an, sondern nach einem Riesenzombie. Sieht an, als wenn hier gleich King Kong einmarschiert. So, die Tür war ja zu, ne? Genau. Fahrstuhl. Okay, das heißt, wir müssen wieder nach unten. So, bleib schön sitzen, Zombie. Ich hab eine Waffe. Okay, er macht nichts. Boah, ey, die Atmosphäre ist so übel. Und diese scheiß Fliegen da ständig. Wird wahrscheinlich nichts mehr sein, ne? Genau, das war ja schon leer. Finde ich schade, dass es blinkt nicht aufhört, aber das kann auch ein bisschen an der Demo, an der Beta liegen. Soll ja 2022 erscheinen, das Game. Ich muss sagen, der zweite Teil war auch richtig geil. Also, das war schon so ein kleiner Geheimtipp. Okay, jetzt geht's hier weiter und die wackelt und baumelt da schon so. Entweder kommen wir jetzt hier weiter. Können wir denn hier irgendwie was machen? Nee. Ich glaube, hier war die Kartenabfrage, ne? Alles klar. Ich bin sehr begeistert, dass ich jetzt hier rein darf. Also wenn die jetzt hier gleich runterfällt, dann schrei ich. Ich sag mal sie, ich kann ja auch ein der sein, ich weiß es nicht. Hier, das an der Wand sieht auch schon nicht nett aus. Irgendwas hat sich eben gerade ganz eklig bewegt. Ich glaube nicht, dass wir das einfach so wegbekommen, wenn wir drauf schießen, oder? Ne. Ich weiß auch nicht, ob man da Gegengift braucht oder so. Was ist denn eigentlich mit dem Mittel? Wie kann man das denn einsetzen? Können wir das hier mal probieren? Ne, das geht nicht. Ah, das können wir werfen. Das ist aber nur, wir haben es aus dem Inventar geworfen. Okay, da fehlt wahrscheinlich noch eine Zutat. Vielleicht braucht man dann Patronenhülsen oder so. So, lade nochmal bitte nach. Falls hier eine böse Überraschung gibt. Ey, ich traue diesen Zombies nicht, die hier einfach so rumliegen. Oh. Gleich ein Schuss im Kopf, oder? Naja, macht nichts. Aber ich höre irgendwo einen. Nicht, dass sie da gleich durch die Decke kommen oder so. Die Tür ist verschlossen, alles klar. Er hat aber auch da nichts, ne? Ne. Kann ich den Zombie vielleicht auch runterschießen? Probieren wir mal gezielt. Nee. Boah, hier ist so eine eklige Pfütze. Boah, das ist so ganz eklig hier, dieses... Warte mal, wir können ja auch mal das Messer benutzen. Ah, okay. Ist ja auch mal nice. Wir verbrennen einfach die komische Wurzel so. Ey, bleib mir bloß da oben, fall nicht runter, beweg dich nicht. Oh, was haben wir da denn Schönes? Wir haben den Virus gefunden. Auch geil, E-Virus. Also ich muss sagen, die Serie ist schon geil. Also auch wenn das immer so ein bisschen Resident Evil-Klon ist, aber so als Alternative, ey, finde ich das schon nice. Echt sagen. Ah, jetzt können wir hier speichern. Sehr geil. Das gefällt mir. Auch wie bei Tormented Souls halt, ne? Und kein Fahrplan wie bei Resident Evil, sondern halt so ein richtiger Film. Ja,
Ja, da ist leider nichts weiter. Musik ist zwar auch angenehm, Speicherräume haben ja immer generell so geile Mucke, aber ich habe immer Angst, dass da noch ein Zombie oder so reinkommt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, ist doch Heilung, ne? Müsste, genau. Mal gucken, wie sieht denn unsere Energie aus? Sieht noch gut aus. Also hier haben auf jeden Fall satanische Rituale stattgefunden, ja gerade. Überall stehen Kerzen. Oh, das ist Schrotmuni, oder? Das war was, ne? Ah, das ist so eine Art Speicherraum, Lagerraum, ne? Da können wir Sachen reinpacken. Wir haben ja gespeichert. Ich würde sagen, wir legen mal unsere Speicherung. Die legen wir auch mal weg, weil wir damit noch nichts anfangen können. Dann haben wir zwei Plätze frei. Feuerzeug brauchen wir. Messer ist auch wichtig. Blutbeutel sind auch wichtig zum Heilen. Na, ich glaube, falls wir Schlüssel brauchen, sind zwei schon in Ordnung. Oder zwei behalten. Zwei leere Fächer. So, auch geil, einfach mal so einen Sack genommen so. Aber nichts irgendwie so groß, wo man sagt so, willst du mal einen Schlüssel oder? Ah, ich freue mich schon auf die finale Version, ey, die wird bestimmt richtig nice. Wir speichern aber, ach nee, ich habe die ja abgelegt. Ich wollte gerade sagen, wir speichern ja trotzdem nochmal. Ich glaube, das war Blödsinn. Auch geil, der klassische Windows Blue Screen. Sehr nice geregelt. Sehr geil gemacht. So, die Tür hat keinen interessiert. Der Zombie ist noch ruhig. Wir versuchen es trotzdem ja nochmal. Kann ja sein, dass die Tür dann jetzt aufgeht. Nee. Ja, doch schon so einen leichten Verwesungsstatus hier. Eklig. Das Geräusch, ey. Warte mal, da war eben noch was. Ah. Ah. Sesam, öffne dich. Na, da war eine Tür freigeschoben. Zombie. So, mal gucken, dass nicht noch einer hinter mir ist. Also, Information added in Diary. Okay, die Information haben wir jetzt in unserem Inventar, könnt ihr dann lesen. Bleib bloß schön liegen hier. Alter, die ganzen Systeme sind auch abgestürzt, richtig übel. So, Gunpowder. Nochmal ein Gunpowder abgelegt und das nächste wieder genommen. Ja, das scheint ein Forscher zu sein. Ariel Turner. Krass, ne? Wenn man überlegt, die ganzen Forscher liegen hier noch so rum und haben alle ihre Namensschilder. Die sagen uns zwar nichts, aber... Okay. Alter. Ey, lass doch die Tür nicht so quietschen. Bitte das nächste Mal ölen, ey. Ich mach mir hier in die Hose. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott, ich höre schon wieder einen Zombie. Okay, Inventar ist voll, aber kann der die Heilung nicht übereinander legen? Warte mal. Ne, bei der Heilung geht das irgendwie nicht, ne? Das ist komisch.
Warte mal, dann würde ich doch sagen, was, wir nehmen einfach mal eine Heilung, ne? Aber wieder einen Platz frei. Nehmen wir uns einen Schlüssel. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wieder ein goldener Schlüssel, okay. Okay, er sagt Inventory voll, aber das ist doch zum Erweitern des Inventars, ne? Warte mal, dann würde ich sagen, legen wir die, schmeißen wir die mal raus hier. Oh, ich höre einen Zombie. Da werde ich mal ein bisschen nervös. Jetzt habe ich doch die Tasche hier eingesammelt. Ist hier ein Zombie oder nicht? Warte mal, ach, der steht schon wieder auf. Alter, was hat er denn für ein Problem? Gerade nach so einer langen Zeit, ne? Jetzt müsste er eigentlich verbrennen, oder? Ah, okay, wir müssen ihn so hart verbrennen. Heftig, heftig. So, aber ich wollte trotzdem noch mal was gucken wegen der Tasche hier. Die haben wir doch eingesammelt. Das ist der Schlüssel. Das ist der Code für das Notebook. Set of Cassings, genau. Ich verstehe nicht. Ich war der Meinung, wir hätten eben eine Tasche oder so eingesammelt. Naja. Inventory voll. Das macht aber auch keinen Sinn, sag ich mal, jetzt das irgendwie nur einzusammeln. Gucken wir mal lieber, ob wir was Wichtigeres finden. Aber auch geil, dass wir die Sachen so ablegen können. Das gefällt mir. Alter, die Atmosphäre ist so bedrohlich hier. Ah, Munition, sehr geil. Aber ich kann mich irgendwie nicht ducken, das gefällt mir nicht so richtig. Ah, jetzt. Das ist so ein bisschen, da muss man nochmal nachbessern, weil das hat man echt ein Problem hier. Ah, das, die Geräusche, ey. Ah, großer Blutbeutel. Okay, Inventory ist voll. Aber ist ja ganz gut, können wir uns ja merken, den Raum. Wir wissen ja dann, dass wir hier genug Energie bekommen. So, aber wir können uns ja auch mal den Code an durchlesen. Ach, geht gar nicht, den können wir nur kombinieren. Ne, noch nicht mal. Ist ja auch komisch. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall nochmal wegschmeißen. Das sind Dietriche, die brauchen wir noch. Ach komm, wir nehmen eine Heilung. Scheiß drauf, weil ich brauche ein Fach. Ein freies Fach, sehr gut. Komm her. So, weil wir sind ja gesund. Heilung ist ja soweit auch in Ordnung. Okay, laufen wir jetzt hier nochmal ein bisschen rum und gucken mal. Okay, da ist auch noch Heilung drin. Ey, der Raum ist echt gut, also... Hier ist ein Laptop, das ist aber nicht der, wofür wir den Code haben, oder? Zombie, Alter. Zombie, alles in Ordnung? Kann ich dir jetzt verbannen, dass er verbrennt? Das ist ja schon mal sehr nice. Dahinter wartet schon der nächste. Okay, sieht doch auch immer noch gut aus und immer noch grün. Ist ja auch noch ein Tastenfeld, aber das scheint keine Rolle zu spielen. Okay, pass auf. Ah, ja. Na komm her, der wird gleich verbannt hier. Okay, wir verbrennen die sozusagen, aber wir brauchen halt Gas und wir haben kein Gas. Das heißt, der wird wieder aufstehen. Aber ist nicht dramatisch, weil wir haben genug. Oh! Schon zu Ende? Schade, schade. Alter, es hat richtig Spaß gemacht, ey. Geiles Game, freut mich. Also, geil. Da, das kommt auf die Wunschliste und wird dann gekauft. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, Abo nicht vergessen und supportet den Kanal.
Und da würde ich mich freuen und wir sehen uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos.